Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge, hier auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. So, jetzt haben wir's. Wir sind in der Kräuterstunde, ja, im Kräuterunterricht und haben gerade fressende Pflanzen gerufen. Was haben Sie jetzt vor? Zack. Und wir gehen jetzt zurück zu der guten Frau Garlic. Und das Ganze braucht hier noch 5 Minuten. Beende ich die Stunde. Tut mir sehr leid, Mr. Clopton. Ich habe mich um den chinesischen Kaukohl gekümmert, Professor. Bemerkenswerte Pflanzen, nicht? Ich hoffe, es war nicht allzu viel Mühe, aber ich sehe weder Bisse noch fehlende Fingerkuppen. Glücklicherweise, denn sie scheinen einen grünen Daumen zu haben. Ich bin schon gespannt darauf, wie sich ihr Talent entfaltet. Absolut habe ich keinen grünen Daumen, zumindest im Real Life. Aber vielleicht wird es ja hier in Hogwarts Legacy etwas damit. Ich mache mir nicht viel aus Pflanzen, ich auch. Pflanzen haben so viel zu bieten. Ah, eigentlich mache ich mir nicht viel aus Pflanzen, aber wir sagen mal was Nettes. Zauberpflanzen sind faszinierend. Ich möchte unbedingt mehr lernen. Das freut mich. Kräuterkunde ist ein unerschöpfliches Thema. Pflege deinen Garten, dann pflegt er dich. Das war wohl alles. Kommen Sie ruhig mal zum Plaudern vorbei. Ich freue mich immer, von meinen neuen Schülern zu hören. Die ist ja wirklich ein bisschen strange, die gute Frau. Aber gut, haben wir den Hauptauftrag abgeschlossen. Und hierfür müssen wir noch ein bisschen warten. Damit etwas wächst, müssen wir es zuerst verstehen. Das gilt für Pflanzen wie für Pflanzen. Okay, neuer Auftrag verfügbar. Wir gucken mal rein. In die Aufträge. Unterrichtsstunde Zaubertränke. Die Aufgabe, genau, trifft dich mit Natty. Natty und I hat mich gebeten, sie in einem Dorf namens Lower Hogsfield zu treffen, südlich von Hogwarts. Ich sollte sehen, was sie möchte. Das machen wir doch erstmal. Wir gehen erstmal zu Natty. Natty ist ja auch immer für uns da. Und dann gehen wir jetzt mal zu ihr. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ja. Ich glaube, wir werden mal schnell reisen. Ich glaube, das dauert sonst zu lange. Obwohl, warte mal. Ne, wir müssen sowieso laufen. Weil das ist ja irgendwo, wo wir noch nie waren. Hierhin können wir ja nicht mal schnell reisen. Okay, dann müssen wir erstmal hinlaufen. Gut, dann machen wir das mal, diese Folge. Auf nach Lower Hogsfield. Zack, rein hier in die gute Stube. Und dann gehen wir mal Richtung nach draußen. Die beiden, ey. Die sind auch super. Alright. So, dann hier vorne raus. Lädt noch kurz. Na, 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 na. Alright. Gut, na dann los geht's. Dann geht's jetzt los. Gibt's hier noch eine Schriftrolle? Revelio. Ah, ne. Okay, hier konnten wir ein Feuer machen. Hier gibt's nichts. Das sah so mysteriös aus hier. So, den Weg hier folgen wir mal. Ja, auf jeden Fall crazy Gebäude hier. Achso, warte mal, wir holen uns mal hier die Flamme. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. Damit wir dann später hier auch nochmal hin können. So. Und dann sammeln wir wieder mal ein bisschen was von dem Zeug hier ein. Und die Giftpilze ja auch. Vielleicht brauchen wir die ja nochmal irgendwann. So, wird alles mitgenommen. Wir sammeln ja. So. Nochmal ein paar von denen. Und hier haben wir einen wunderbaren Blick auf das Schloss
Total cool. Also diese Open World ist ja mal mega. Mega geil. Alrighty. Wären wir davon da drüben auch rübergekommen irgendwie? Weil das ist ja diese Brücke, ne? Guck mal, von hier wären wir auch rübergekommen. Von dem Gebäude da drüben. Bei der Kampfarena, glaube ich. Guck mal, Luftballons. Aber wir gehen erstmal hier rum. Und werden erstmal zu Natti gehen. Girl, girl. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Gefährlich werden? Warum gefährlich? Was ist hier? Es tut so gut, dich zu sehen. So, da sind wir angekommen. Hi, Natti. Hallo, Natti. Wie geht's? Ich hoffe, du hast dich von unserem Abenteuer in Hogsmeade erholt. Mir geht's gut. Ich war eher um dich besorgt. Immerhin sind sowohl Ranrock als auch Rookwood und Harlow hinter dir her. Bei mir ist alles in Ordnung. Wir haben damals nicht darüber gesprochen. Aber ich hoffe, du kannst mir jetzt sagen, warum sie nach dir gesucht haben. Sollen wir Natti einweisen? Eigentlich schon, ne? Wenn wir den anderen eingewiesen haben, sollten wir Natti eigentlich auch einweisen. Wir brauchen die Freunde einfach, glaube ich, im Kampf. Sie wollen etwas, das Professor Fig und ich in Gringotts gefunden haben. Wann warst du denn bei Gringotts? Kurz vor unserer Ankunft in Hogwarts. Darum kam ich auch zu spät zur Einführungsfeier. Ein Portschlüssel brachte uns hin, nach dem Drachenangriff. Was in aller Welt? Da ist noch was. Und es ist etwas seltsam. Professor Fig sagt, ich habe eine seltene Verbindung zu einer mächtigen Form alter Magie. Ist das die Magie, die du beim Trollangriff in Hogsmeade genutzt hast? Ich denke schon. Ich lerne noch, aber ich kann ihre Spuren sehen und habe Magie gewirkt, die ich nicht erklären kann. Ich weiß, das ist eine Menge. Das stimmt. Und ich werde noch mehr Fragen haben. Im Moment steht fest, Rookwood und Harlow sind eine Bedrohung für uns beide. Für uns alle. Deshalb wollte ich mit dir sprechen. An dem Tag in Hogsmeade wurde mir etwas klar. Du hast so viel Mut im Kampf gegen den Troll bewiesen. Und Tyrona hat sich gegen Rookwood und Harlow wacker geschlagen. Ihr beide habt mich inspiriert, selbst Stellung zu beziehen. Wie meinst du das? Wegen Männern wie Rookwood und Harlow verließen meine Mutter und ich das Matabeleland. Ich sehe nicht einfach zu, wie sie mein neues Zuhause zerstören. Rookwood und Harlow sind so schon ein gefährliches Duo. Und dann sind sie auch noch mit Ranrock im Bunde. Noch ein Grund mehr, sie dringend zu stoppen. Es wird gemunkelt, dass Theophilus Harlow sich um Rookwoods Geschäfte kümmert. Ihn zu stürzen, würde Rookwoods gesamte Organisation lahmlegen. Mag sein. Aber sollte sich nicht Officer Singer um Harlow kümmern? Ich habe sie gesprochen. Sie war nett, wollte aber selbstverständlich keine Details mit einer Schülerin besprechen. Ich habe gehört, wie einige von Rookwoods Leuten über eine von Harlow geplante Wildereiaktion sprachen. Das könnten wir doch genauer unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden wir die Beweise, die Officer Singer braucht. Okay. Nur wie? Ich werde weiter meine Augen und Ohren offen halten und herausfinden, was genau Harlow vorhat. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß. Und denk immer daran, ich bin hier, wenn du mich brauchst. Danke, Natti. Natti ist schon ein Nicer. Okay. Rezept. Mhm. Okay, hatten wir hier nicht noch eine Nebenmission? Was geht hier vor sich? Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Ranrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Sie griffen an? Ranrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich. Schlugen mich fast bewusstlos. Nahmen meine Karren, mein Hab und Gut. Selbst das Allerwertvollste, meine Bilder.
Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Renrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Okay, also... Wenn Sie etwas Renrock kaufen wollen, fehlen mir leider nach wie vor meine Karren. Renrock, ein nettes kleines Revelio, will alle Kobolde unter seinen Fittich bekommen und schreckt davor nicht zurück, das mit Angst und Schrecken zu lösen. Das ist natürlich ein Dämpfer. Nach dem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Ahn nicht überraschen. Alright. Hallo, Sir. Was verkaufen Sie? Hallo, ich bin Jalal Semi und dies ist mein Zaubertrankladen. Ich beantworte gerne all Ihre Fragen. Gibt es irgendwelche Gerüchte in der Stadt? Sie haben vielleicht bemerkt, dass wir eine Rivalität mit Upper Hogsfield haben. Es ist nicht weiter aufregend, aber wir sind immer noch das bessere Hogsfield und besser als die meisten Orte. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mal sehen. Ich bin Zaubertrankmeister von Lower Hogsfield, aber ich war einst ein einfacher Hogwarts-Schüler wie Sie. Ich gebe Ihnen sogar meinen Hogwarts-Rabatt. Den Standardpreis. Meine Preise sind so schon niedrig genug. Was verkaufen Sie hier? Ich verkaufe nur Tränke und Ihre Zutaten. Wenn es ein Zaubertrank nicht richten kann, lässt man's besser, sag ich immer. Meine Zutaten stammen alle aus der Region und mit meinen Tränken bleiben sie gesund und sicher. Was verkaufen Sie hier? Hat er doch gerade schon mal gesagt. Mein Gott. Okay, also, ja. Aber guck mal, bei dem kann man auch die Sachen verkaufen, die man nicht mehr braucht. Das werde ich im Nu wieder verkaufen. Danke. Mein, kann man ja alles verjubeln. So, so und so. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das habe ich nämlich gehofft, dass wir hier unsere Sachen loswerden können. Und guck mal, da gibt es auch Gegner. Oh mein Gott. Nice. Also es gibt auch Gegner auf der Open World anscheinend. Und ich würde jetzt gerne mal dahin gehen und gleich mal den Auftrag machen. Weggekarrt heißt der. Voraussetzung ist Level 2. Und Erscheinungsbilder kriegen wir als Belohnung. Aber das machen wir natürlich mal gerne. Achso, warte mal. Haben wir hier was bekommen? Ah ja, den Zauberstabgriff. Stimmt. Aber der sieht auch nicht so nice aus. Okay, dann machen wir mal den Nebenauftrag hier und versuchen mal, den Karren irgendwie wieder zurückzubekommen. Und dabei müssen wir natürlich ein bisschen, eventuell ein bisschen kämpfen. Kommt drauf an. Aber hier laufen auch Normalos rum. Aber cool, dass es hier so eine schöne große Open World gibt. Jetzt kriegt man auch mal ein bisschen was davon mit.
Warte mal, hier haben wir noch irgendwas. Revelio. Schwarzer Hebride. Der schwarze Hebride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archi Bickel in seinem Versteck aufbewahrt. Alright. Okay, cool. Gold liegt ja auch einfach mal rum. Schauen wir mal, ob wir das Ganze aus dem Koboldlager hinter den Ruinen übitzen können. Hier bin ich richtig. Protego! Stufe. Fiese Unholde. Spinnenfangzahn. Okay, man kann von den Monstern also anscheinend auch ein paar Sachen sich stibitzen. Nice. Vielleicht kann man damit irgendwas später anfangen. Jetzt wird's spannend. Also jetzt wird das Spiel, jetzt kommt immer mehr dazu. Jetzt wird's so langsam spannend. Hier ist das Koboldlager. Ein Lager. Das muss es sein. Was haben wir hier unten? Straßenköter. Oh. Weiß nicht, ob ich die besiegen sollte. Hier ist eine Tasche. Noch einer. Gott, oh Gott, oh Gott. Alright. Haben wir geschafft. Und damit das nächste Level erreicht. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Straßenköterfell. Sammeln wir immer erstmal ein alles. Alter, wie die hier zermatscht wurden, ey. Revelio. Kann man hier irgendwas Revelion? Nee. Okay, was haben wir hier noch? Auch nochmal ein Fell. Alright. Gott, oh Gott, ich dachte jetzt schon irgendwie... Vielleicht brauchen wir das ja nochmal für irgendwas. Schauen wir mal. Hier gibt es auf jeden Fall auch nochmal Gegner. Und wir werden jetzt hier erstmal reinlaufen. Offenbar gibt es mehrere Wege hinein. Was wir auf jeden Fall mal machen werden, bevor wir hier reingehen, ist uns den Unsichtbarkeitsdings ranzumachen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwie rein können. Relativ unbemerkt. Levioso. Akio. Na dann komm doch, komm doch. Levioso. Einen Moment. Protego. Das siehst du, wir müssen ja sowieso noch ausweichen. Akio.
Alter, wie viele sind denn hier? Levioso. Oh, das ist peinlich, was? Akio. Ich sehe, hast du in Verteidigung gegen die dunklen Künste aufgepasst. So, wir müssen mal hier lang. Wir müssen mal den Trank nehmen. Wie können wir den Trank nehmen? Auf der 8? Ne, wie können wir den auswählen? Wie will ich denn den aus? Warte mal. Das ist jetzt eine gute Frage. Wie nehme ich nochmal einen Trank? Wie nehme ich nochmal einen Trank? Eieiei. Muss ich ins Inventar gehen? I? Nee, wie nehme ich einen Trank? Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh, stimmt, wir können ja die auch noch nehmen. Revelio. Ganz einfach ausgewichen. Nee, wie können wir nochmal einen Trank wählen? Ich habe schon gekämpft. War das schon alles? Ziehen, um Zauber zu platzieren. Das sind nur die Zauber. Deine Zauber prallen an mir ab. Okay, das gucke ich bis zum nächsten Mal durch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und invaden dann nochmal hier das Koboldlager. Ja, also die scheinen auf jeden Fall ganz schön Bock zu haben. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Koboldlager hier platt machen. Haut rein, bis dann. Und dann weiß ich auch, wie man Tränke benutzt. Macht euch heute noch einen schönen Tag. Hallo. Und ciao, ciao.